Iridium, siehst du? So, herzlich willkommen hier zu Borderlands 2 im Together. Ja, diesmal bin ich hier alleine mit Deathborn. Mr. Minizens kommt gleich, meine ich, noch dazu und... Hat er gesagt, ja. Genau, und Pookie ist... ich habe eine Herausforderung abgeschlossen gerade. Ich denke mal, Pookie ist jetzt komplett wieder weg. Es sei denn, er kommt nochmal irgendwie mit, aber seine Aussage hinzu, denke ich mal, dass er weg ist. Wieso, was hatte er geschrieben? Ja, dass er wohl wegen seiner Uni oder sowas gar keine Zeit mehr momentan hat. Ach so, ja. Und, ja. Bei uns lief das jetzt zum Glück relativ gut in der Uni. Ja, das ist ja gut. Dass wir irgendwie die Aufgaben schnell fertig gekriegt haben und so und dann... So, und dann wollen wir halt mal die nächste Mission machen hier. Besiege Boll, oder? Ja, ich denke mal. Ja, okay. Oder wollen wir das Feuerhawk-Ding... Weiß nicht, ist eigentlich egal, ne? Weil wir erstmal die nehmen müssen. Ich habe hier noch dieses, Steinpapier-Massenmord, die Feuerwaffe von Markus testen. Oder hatte die das nicht schon gemacht? Ich meine nicht. Dann war das mit einer anderen Truppe. Ja, ich wollte. Ja, kannst du ja eben mal machen. Brauchst du ja mich nicht für. Zum Abschied nochmal ins Mikro husten. Welche Waffe brauche ich denn überhaupt? Necromancer zu spielen wäre bestimmt auch mal eine interessante Sache. Ja. Bis gleich. So, Automaten. Iridium beschaffen. Du spielst eine Runde? Okay. Ja, kommt direkt eine Granate raus. Toll, perfekt. Ja. So, welche Waffe will er denn haben? Aber ich gebe hier Geld aus und du kriegst Geld dazu, wenn ich hier Geld gewinne. Jetzt grill das Imperialistenschwein! Oh Gott. Schon wieder eine Herausforderung. Warum kriege ich denn dauernd neue Herausforderungen gedingst? Ja, aber wir, fühlt sich wohl sicher. Die Waffe, wenn wir hier diesen Typen da. Achso, ich habe ja. Ich habe einen Red S Token gekriegt. Elemental Faction. Ein paar satte Treffer mit einer Schockwaffe machen einen Schild schneller glatt, als du den Kauf bereuen kannst. Das kann ich mehr, was ich mir jetzt nicht so aufwerten. Ich hatte, glaube ich, schon richtig viel aufgewertet hier mit Iridium. So eine Panzerung zu durchbrechen, dauert viel zu lange. Panzerung hält den meisten Schadenstypen stand. Ja, ich habe keine Säurewaffe. Oh. Wie bitte? Nee, ich brauche jetzt eine Korrosionswaffe, aber da habe ich ja gar keine. Ja, du kriegst doch immer eine, oder nicht? Nee, ich habe keine, hab keine bekommen. Ich hab eine. Was klingelt da so bei dir? Das muss bei Mini gewesen sein. Ach so. Warte, ich komm schnell. Okay. Ich hätte mich gerade gewundert. Ich dachte, hä, was klingelt da denn jetzt auf einmal? Du, wie die Säure sich durch die Panzerung dieses Schnorrers frisst? Hast du eine Slag-Waffe? Probier mal eine nee. Von den Slag-Waffen aus. Slag ist. Aber man kriegt eigentlich immer eine. Wenn du eine. Ja, ich habe eine bekommen. Verstärkt das alle nicht Slag-Schäden um einiges. Los! Ups! Tja, jetzt wo er gesleckt ist, sollte er ziemlich leicht zu erledigen sein. Wechsle die Waffe und schieß nochmal auf ihn. Super! Die Waffen funktionieren und du bist bereit für Elementarwaffen wie diese kannst du jederzeit. Ich glaube nicht, dass das schon ausreicht für Hänsel. Ja. Nee. Um die Ecke. Ah ja, hier. Iridium. Ja. Schön, noch eine Ladung. Iridium kann ich gut gebrauchen. Bereits freigeschaltet. Na egal. So, dann kann ich ja eigentlich hier irgendwo eine Mission abgeben. Ja, bei Markus doch die oder nicht? Nee. Ja, ich hab die Sachen gemacht und auf einmal kam hier Lilis Anhänger. Achso, ja, weil ich das markiert habe. Achso.
müsste mal auf dem zweiten Spieldurchgang mal durchspielen bis zum Ende und dann hier rangehen an die Automaten. Da kommen bestimmt richtig lustige Sachen. Bestimmt. So, sollen wir dann los oder willst du noch kurz? Huch, achso, da war eine blaue Waffe drin. Ja. Eine Schrotflinte. Willst du sie haben? Was hat die? Also meine jetzige hat 69x14. Ja, nee, die ist wesentlich schlechter. Hab meinen Zeug für euch erledigt, weil ich nicht so, Dann würde ich sagen, dass wir Lillys Anhänger abgeben, ne? Verkauft. Ich mir irgendwas holen, was ich, nee, was ich brauchen könnte? Nein. Nee, es ist alles teurer. Alles, was ich gebrauchen könnte, ist teurer. Naja, egal. Jo. Ich porte einmal nach Frostburn, ne? Alter, lass mich kurz verkaufen. Ach so, Entschuldigung. das Laden. Oh, wenn du leben willst, kauf bei mir. Das klingt voll wie eine Drohung. Ja. So, jetzt. Können wir das mit dem Goliath nochmal versuchen? Da müssten ja auch welche sein. Mit dem Goliath? Ja, dass der sich auflevelt. Ach so. Übrigens höre ich bei dir sehr viel im Hintergrund. Das ist nicht bei mir. Hä? Oh. Das ist bei Mr. Minz. Ich höre auch die ganze Zeit irgendjemanden labern. Wahrscheinlich die Mutter. Das denke ich auch. Also Leute, nichts bei denken, das ist die Mutter von Mr. Miniminz. So. Der Typ ist total... Genau, durchgeknallt. Danke. Was? Wieso war der auf dem Klo? Jo, bring Matschig. Okay. Und was nun? Und wo wir ganz hin müssen. Ja, rennen wir einfach durch, oder? Ja. Die Mission kenne ich gar nicht. Ja, ich schon. Die habe ich noch gemacht. Wir rennen jetzt einfach durch, lassen die Gegner da, wo sie sind. Sind die nicht sowieso noch Level 1 und so? Oder sind die gestiegen? Nee, die sind nicht gestiegen. Ja, dann lass durchlaufen. Man kann ja zwischendurch ein bisschen feuern. Ich auf den Tank da vorne. Volltreffer. Wie mache ich denn nochmal? Ich weiß gar nicht mehr, wie ich mein Dings mache. Hier meine Fertigkeit. Mit F. Ach ja. Erstmal überlegen, welche Taste das nochmal. Ich finde es witzig, dass die Bosse respawnen. Wie meinst du das? Tatsache. Boom und Boom sind wieder da. Krass. Jo, nee, ist klar. Alter. Okay. Renn doch einfach. Auf mich wird aber gerade hart geschossen. Wird auf mich auch. Aber ich bin durchgekommen. Junge, ich... Oh, Alter. Nur hier vorne muss es gleich ein bisschen spannend werden. Autsch! Der hat mir mit einem Schrotflintenschuss über die Hälfte von meinem Schild weggefetzt. Ho. Alter, wie weit wir laufen müssen. Ja! Ist leider so.
wenigstens passt die Musik zum Rennen. Erinnert so ein bisschen an Mirror's Edge. Das habe ich nie gespielt. Ich auch nicht, aber ich habe jetzt fest geguckt. Achso. Ja, und hier muss man die Gegner bekämpfen. Yeah, ich sehe eine Truhe mit, also... Ja, eine Waffentruhe. Wahrscheinlich nichts Tolles drin sein jetzt. Nee, das glaube ich auch nicht. Wie ich die gerade mit meiner Schildfähigkeit hier platt mache. Mach ich jetzt hier durch? Ja, ja, das geht schon rum. Texturfehler. Da. Animationsfehler, wie auch immer. Wieso? Die Tür, da lag die Tür von dem Container, lag im Container drin, aber die war eigentlich gar nicht da, du konntest da so durchlaufen. Okay. Ja, die haben mein Schild runtergeschossen, dadurch kam ja diese Feuernova mehrmals, ne? Ja. Und das hat dann die Gegner gekillt. Yay. So. Das ist aber schon irgendwie lustig, hier so lange zu brennen. Ja. Ich muss vielleicht mal nachlesen, ob die dann irgendwas aufgeschrieben hätten oder so, aber an so einem Stuhl. Aber das ist... Wie weit du schon vorgelaufen bist, ey. Ja, ich kenne halt den Weg. Ziemlich auswendig. Ja, einfach nur lang. Ja, und auf mich ballern die Gegner. Ja, auf mich haben sie auch geballert. Ach so. Ich bin halt einfach nur so schnell an dem vorbeigerannt, dass sie mich nicht getroffen haben. Nein, ich bin runtergefallen. Ja, ich warte hier. Weil hier kommt nämlich gleich wieder der Captain. Motivation. Captain Flint. So langsam nervt seine Mama. Oh ne, das gibt's doch nicht. Was ist denn los? Ich hab nicht weiß ich nicht. Irgendwie bin ich da wieder runtergefallen. Sonst geh auf den Fahrstuhl rauf und fahr dich hoch. Ey, die schießen ja auf mich. Treffer! Oh, der ist gesleckt. So, ich bin bei dir. Ja, gut. So jetzt, achso. Die sind so durchgeknallt. Hab ich einen Sniper oder was in der Art? Ich hab einen Raketenwerfer, mal sehen. Kann ich ihn treffen von hier aus? Ja, nee, ist klar. Ich kann ihn treffen, aber ich mache ihm besonders nicht viel Schaden damit.